In diesem Video möchte ich euch das Kinderspielzeug oder Sandspielzeug von Habe vorstellen. Das ist ein Sandgreifer und der ist wirklich echt ein Trendgerät und wirklich für Nerdväter das Ideale, um ihre Söhne oder Töchter glücklich zu machen. Denn das ist schon was Cooles, da kommt auf dem Spielplatz auf alle Fälle der Neidfaktor durch. Und wenn ihr jetzt Patenonkel seid oder so, dann werdet ihr euch mit diesem Gerät wirklich definitiv in die Herzen eurer kleinen Kinder oder kleinen Schützlinge hineingraben, im wahrsten Sinne des Wortes. Von der Firma Habe kommt dieser Greifer in der Farbe Grün, aber auch in der Farbe Gelb zu haben. Eignet sich ab so 2 Jahre, geht natürlich deutlich eher nicht, also ab 1,5 oder so ist langsam ein autonomes Sandspielen von Kindern angesagt und da passt das eigentlich auch schon sehr gut. Der Greifer selber ist wirklich stabil, also der kann hier runterfallen. Da passiert überhaupt nichts und das ist wirklich wenig wichtig bei Spielzeug. Ihr seht auch, dass hier mit sehr großen Plomben gearbeitet wurde, mit Kreuzschlitzschrauben. Also wenn hier mal was innen drinne kaputt gehen sollte, dann könnte man vielleicht auch noch was reparieren in der Art und Weise. Und das Schönste ist, dieser äußere Eindruck, dass es wirklich ein stabiles Gerät ist, zeigt sich nämlich auch von der Herstellerseite. Der Hersteller gibt für diesen Greifer 5 Jahre Garantie. Und da muss ich wirklich fragen, welcher Hersteller macht das schon von dieser von seiner Seite. Also hier vertraut wirklich auch der Hersteller in dieses Gerät und das ist echt super. Jetzt kommen wir mal zu dem Gerät in den Details. Wir haben hier vorne die Baggerschaufel und die Baggerschaufel wird durch eine große Niete gehalten. Es gibt kleine Baggerzähne, die sind aber, denke ich, eher wirklich zum Ansehen, dass wirklich man sieht, das ist eine Baggerschaufel. Ansonsten haben die jetzt weniger, denke ich, eine Funktion. Natürlich verschließen die auch sich dann auch mit schön und die Schaufel hat so hier das Sandvolumen oder das Baggervolumen. Also das seht ihr, das ist ausreichend groß. Hier ist meine Hand. Also das ist schon wie, es ist auf alle Fälle mehr als wenn ich, oder es ist ähnlich viel, wenn ich wie 2 meiner Erwachsenenhände nehmen würde. Da passt schon einiges rein. Ansonsten sehen wir hier auch CE-Kennzeichen und so. Also kein billiger Fernostschrott, sondern tatsächlich so eine EU-Norm. In der Mitte finde ich das auch schön gemacht, dass hier ein Akzent gesetzt wurde. Ist nicht nur ein langer Korpus, sondern hier, das ist nochmal 3 Kunststoffstreifen, die ihn mal verhindern, dass hier was zerkratzt. Aber das ist auch so leicht angeraut. Also das ist so eine Art Silikonbeschichtung und es fässt sich auch gut an, wenn man dann doch mal die zweite Hand zur Hilfe nimmt. Ansonsten kann man natürlich auch eine Hand zur Hilfe nehmen. So, jetzt sehen wir hier nochmal das kleine Habo-Zeichen. Mit dem Herz oder Schmetterling, was fliegt, je nachdem. Auf der Rückseite nochmal die Schraube. Und jetzt kommen wir zu den eigentlichen. Der Griff, der ist ebenfalls hier oben aus Silikon. Und danach haben wir hier den Abzug. Und mit diesem Abzug, indem wir den betätigen, schließt sich ganz direkt die Baggerschaufel. Und ihr hört das an dem Geräusch. Da ist wirklich Spackes dahinter und da ist Druck dahinter vor allen Dingen. Also das ist wirklich eine coole Sache. Und ihr seht auch hier oben, wenn man irgendwas arretieren sollte, kann man auch hier oben wieder den rausdrücken. Also man kann nicht, man hat hier gleichzeitig so eine Art Wartungsfunktion. Wenn hier irgendwann irgendwas verklemmt ist oder so, dann drückt man als Erwachsener hier oben einfach drauf und drückt das Ganze wieder auf. Alles in allem muss ich sagen, dieses Geschenk um die 10 Euro ist wirklich ideal für euer Sohn, eure Tochter, euer Patenkind, euer Enkel oder ähnliches. Das ist ein Muss. Muss man wirklich sagen. Und es ist echt eine sehr coole Sache. Ich wünsche euch viel Spaß beim Verschenken. Link zu diesem Greifer oder Baggerschaufel findet ihr unten unter dem Video in den Kommentaren. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Verschenken bzw. beim selber ausprobieren. Denn ich denke, auch der Erwachsene wird an diesem Spielzeug viel Spaß haben.